Eine Doku-Serie, die zeigt, dass es illegale Machenschaften so ziemlich in jedem Berufszweig gibt, ist verdorben. Die Doku-Serie Verdorben zeigt in 6 Folgen mit den Themen Honighandel, Knoblauchexport, dem Umgang mit Allergien in Restaurants, dem Schicksal von Hühnermästern, dem Milchsystem und der Fischerei in Neuengland, wie sehr landwirtschaftliche Branchenzweige mit Intrigen, politischem Wille und illegalen Machenschaften durchzogen sein können, und zeigt dieses anhand von Einzelschicksalen auf. Ob todbringende Erdnüsse, Gefängnisinsassen, die Knoblauch schälen oder die Gefahr beim Rohmilchverzehr, es geht immer emotional aufgeladen und auch immer etwas reißerisch daher. The food industry is under full-scale assault. The crisis is global. More of us are wanting to know the source of the food we buy. If you don't know what's in your food, get out of the business. Verdorben im Original Rotten hat 6 Episoden, die zwischen 48 und 57 Minuten lang sind. Eine Altersfreigabe ist offiziell nicht bekannt, wird das Ganze aber grob in FSK 6, vielleicht sogar 0 schicken, und ist seit dem 5. Januar 2018 auf Netflix anschaubar, eine Netflix-eigene Doku-Serie, und zeigt, wie eingehend erwähnt, in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft, wie Leuten übel mitgespielt werden kann, Systeme politisch bestimmt werden und oft die Leidtragenden die einfachen Produzenten sind und ganz am Ende damit letztendlich auch der Konsument, sei es das Strecken von Honig und das unwissentliche von einer Substanz, die im Grunde nicht nur das ist, was draufsteht, sondern eine gestreckte Variante und oft billig daherkonstruiert, bis hin zu ganzen Familien, die aufeinander losgehen, während eigentlich große versuchen, Strippen zu ziehen und diese missbrauchen. Ist das hier eine Doku-Serie, bei der ich das Wort Doku so ein wenig in Anführungszeichen packen würde, denn sie ist schon sehr reißerisch in vielen Momenten, als Unterhaltung emotional aufgeladen, und zeigt ein Einzelschicksal, die nicht unbedingt repräsentativ sein müssen auf ganz großer Ebene, und da fehlt eben das NBC Negative, was man eigentlich zeigen könnte, weil oft beschäftigen sich Dokumentationen, gerade im Lebensmittelbereich, mit ganzen Industriezweigen und wie große Firmen agieren, um letztendlich bestimmte Richtungen global zu lenken und dabei gleichzeitig auch zu zeigen, was das Schicksal des Verbrauchers dabei ist. Viele dieser Dokumentationsfolgen gehen am Ende hoffnungsvoll raus, das ist so ein typischer Kniff, den man immer wieder in diesem Genre wählt, aber, und ich mag gerne Dokumentationen schauen, wirkt das Ganze hier so ein bisschen, als könnte man es nebenbei plätschernd laufen lassen, weil eben diese Einzelschicksale nicht nur teilweise etwas überspitzen, sondern auch sehr doppelmoralisch. Wenn ich mir ein Hähnchenmesser natürlich anschaue, der Angst hat, dass Tiere sterben, die er über alles liebt, aber sie eigentlich von vornherein nur 42 Tage da sind, um gemästet zu werden, ehe sie dann zur Schlachtbank geführt werden, dann ist es eher ein bisschen kritisch und schwierig an dieser Stelle. Und das ist nicht das einzige Beispiel, aber ich will nicht spoilern an dieser Stelle. Und so ist es vor allem handwerklich und bildlich eine richtig gute Doku-Serie, inhaltlich, aber das steht nun mal im Vordergrund bei diesem Format, durchaus schwierig, kann man aber gerne anschauen, wenn man sich in diese Richtung interessiert. Das zumindest war mein Eindruck nach Verdorben. Das Schauspielerische besteht also aus vielen Stills und Aufnahmen, die Details und gleichzeitig Landschaften atmosphärisch sein sollen, immer wieder untermischt mit Voice-Overn, die drüber sprechen, und Interviewpartnern zu den einzelnen Geschichten und Zweigen, die aufgegriffen werden, die leider auch, das wollte ich noch erwähnen, oft recht sprunghaft daherkommen. So wird über ein Thema manchmal an einem einzelnen Schicksal dann über die ganze Welt gesprungen zu anderen Themen, die wirklich nicht immer glücklich miteinander verknüpft wirken, aber rein schauspielerisch, insofern, dass es keine Schauspieler gibt, wollte ich hier aufgreifen, dass der Großteil eben aus Interviews sich erzählt, gemischt mit einem Erzähler und einem Voice-Over-Format. Die Kameraarbeit sieht wie immer bei Netflix-Produktionen richtig gut aus. In 4K Ultra HD verfügbar haben wir oft tolle Aufnahmen von Landschaften, stimmungsgeladene Bilder, wo einfach wertiges Equipment eingesetzt wird. Das wirkt erzählerisch und von der Bildpoesie und Komposition sehr, sehr wertig und ist für mich persönlich das stärkste Element innerhalb dieses Doku-Formats. Das Szenenbild geht dann halt je nach Thema mal auf Schiff, mal auf die Farm rund um den Erdball, wenn es um Honig geht, natürlich um Bienen und Imker. Was soll ich jetzt da herausstellen an dieser Stelle? Die Musik ist wie so oft bei diesen eigenen Doku-Produktionen untermalend, nicht störend, passend und angepasst, relativ neutral gehalten, aber tendenziell eher schon gut angelegt. Kostüm und Make-up nichts oder auch Effekte, über die wir jetzt reden müssen innerhalb eines solchen Doku-Formats. Wenn man mich fragt, bei Verdorben und seinen 6 Episoden, ich mag ja gerne solche Mini-Doku-Serien, die sich rund um einem Thema widmen, aber hier ist es mir ein Ticken einfach zu sehr reißerisch gewollt. Also was mag ich? Das Hineinsteigen in sehr spezielle Themen. Ich meine, hey, Knoblauch und Knoblauchschälen in Gefängnissen oder wie Honig gestreckt wird, ist schon speziell. Finde ich grundsätzlich erst einmal interessant, weil ich es immer wieder mag, irgendetwas Neues zu lernen. Schaut sich gut weg so nebenbei, aufgrund auch dieser Einzelschicksale, die aufgearbeitet werden wie kleine Krimifälle, wenn man darauf steht. Und das sind einfach sehr, sehr gute Bilder, die optisch eingefangen werden. Was gefällt mir nicht so gut? Es ist mehr Unterhaltung als Dokumentation. Finde ich ein bisschen schwierig, weil der Anspruch einer Doku natürlich auch immer ein leichter oder eigentlich ein stärker Journalist
journalistischen Ansatz haben sollte, als es hier unbedingt der Fall ist. Es ist deswegen nicht besonders investigativ. Steht, das weiß ich nicht, für ganze Branchenzweige, so versucht es diese Doku-Serie herauszustellen. Ob das wirklich so ist, mag ich hier oder da ehrlich gesagt bezweifeln. Es ergibt eine schwierige Doppelmoral. Das Beispiel mit dem Hähnchenmesser habe ich herausgestellt, aber es ist nicht der einzige Moment, wo ich mich im Kopf kratze und frage, wie funktioniert das jetzt im Konzept des Gesamtbildes und springt inhaltlich manchmal zu sehr hin und her. Wer Dokus gerne schaut, kann sich Verdorben natürlich gerne anschauen und sagt, hey, ich habe sowieso ein Netflix-Abo und mag diesen Stil. Klar, da bekommt man etwas erzählt, was ansonsten handwerklich wertig produziert ist. Und Dokumentation, da liegen bei mir keiner Wertung, da ich hier nicht so richtig weiß, ob man das wirklich hundertprozentig in dieses Genre drücken könnte, wäre alternativ bei mir ein 5 von 10 bis 5,5 von 10 möglichen Punkten drin an dieser Stelle. Aber wie gesagt, war nicht unbedingt die ganz große Klasse, war auch nicht ganz schwach, aber wirklich kritisch für das von mir persönlich sehr geliebte Doku-Format. Okay, damit bin ich am Ende meiner Review zu Verdorben seit dem 5. Januar auf Netflix, anschaubar an 6 Episoden. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serien und Dokus schauen.